Und gesagt, getan. Wie gesagt, gleicher Setup. Nur halt, ich werde jetzt auf meine richtig installierte Version zugreifen, also die 3.7 Version. Ansonsten alles andere am Pfad, also die geladenen Add-ons und so sind alle gleich. So. Nein. Achso, ihr seht da genau. Hier. Wie ihr gerade sehen könnt, alles komplett blau. Also, da kann ich. Angezeigt? Da. Kriege ich nicht geladen. Und dementsprechend kann ich mit halt eine neue Let's Plays anfangen. So, jetzt ins Gemetzel. Auch hier nochmal. Schön das Anfangsbild. Könnt ihr schön genießen mit der FPS-Anzeige. Einmal ohne Flashlight. Als Vergleichswert jetzt. Bei dem anderen hat man 35. Oder? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, jetzt haben wir hier 40 Bilder. 43, 40 und wieso den Dreh und mit Flashlight. Haben wir so eine Pre 35 bis 40 Bilder pro Sekunde. So. Ist also erstmal so ungefähr gleich auf, aber im Spiel. Ja, hier sieht man schon. Hier bei der Szene ist 3.6 komplett hängen geblieben und der geht hier einfach durch den Butter. Doch hier merkt man schon viel fließender. Wir haben jetzt immer noch stabile 20 Bilder pro Sekunde. Es ist einfach ein Traum. Bam. Wunderbar, super geschmeidig. Wie ihr gesehen habt, es ging einfach Welten dazwischen. Also die Top-Frame-Rate ist immer noch die gleiche, klar. Also eine ähnliche. Auch die ist etwas höher, aber nicht viel höher. Aber vor allen Dingen die Frame-Rate unter ungünstigen Bedingungen, die ist bei weitem besser. Also gerade wenn man jetzt mit der Taschenlampe durch Gläser guckt oder halt, ich weiß gar nicht, da unten in dem Raum, wo die rote Karte lag, warum der da so extrem gestockert hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, gerade unter solchen Verhältnissen war halt 3.6 absolut nicht mehr spielbar. Und die 3.7er ist halt jetzt deutlich besser. Wirklich deutlich besser. Oh. So viel nur zu dem Thema. Werde ich dann, wie gesagt, jetzt für neuere, für neu angefangene Let's Plays, werde ich jetzt die Version auch nutzen. Die vorhandenen Let's Plays müssen wir natürlich weiterspielen mit der vorhandenen. Ich werde aber auf jeden Fall Hunter. Das Let's Play, was ich abbrechen musste, weil mit 3.6 immer abgestürzt ist. Das werde ich jetzt nochmal versuchen mit der 3.7er Version, ob das funktioniert. Und wenn da GZDOOM jetzt nicht mehr abstürzt an der Stelle, dann werde ich das Play auf jeden Fall neu starten an der Stelle, wo wir abgebrochen haben. Heißt also praktisch einfach mit Change Map direkt in die Map reinspringen, ohne Ammo, ohne alles, halt komplett neu anfangen, aber halt ab der Map. Jo, wenn das klappt.
Ansonsten halt nochmal weiter. Aber wie gesagt, neue Let's Plays werden jetzt auf jeden Fall mit der 30-mal-Version gestartet. Das war meine Mutter. Von daher, ciao mit V.